Tag 31. Die kalten Tage sind vorbei. Was ist passiert? Verdammt. Das Wetter ist krank. Wir haben kaum was zu essen. Was ist mit Pavel los? Das Wetter wird nicht überleben. Nicht die nächste, bitte. Hungrig. Leicht krank, leicht verletzt. Ist was bitte? Schwer krank. Nimm du bitte erstmal was, Anton? Nimm bitte was. Okay. Mist, Mist, Mist. Okay. Anton? Okay. Leute, ich hoffe, wir überleben. Es gibt nichts mehr zu essen. Wir beenden den Tag. Zeta ist krank. Gibt's da nicht. Das kriegen wir nicht hin. Menge Lebensmittel. Wir probieren's. Wir probieren es. Es bleibt nichts anderes übrig. Keine Möglichkeit. Wir brauchen Essen. So. Kühlschrank, gibt's da was? Nee, ist doch klar jetzt wieder, oder? Oh ne, zwei Haufen. Das ist der einzige Weg, wie ich da reinkomme. Kühlschrank ist. Wo ist er denn? Da oben. Müssen wir schaffen. Diese Scheißberge da. Gut. Na, da geht's hoch, glaube ich. Können wir sich leisten, das geht nicht. Das geht hier ein bisschen andersrum hoch. Was hat der da, der Typ?
Okay. Komm runter. Alter Schwede. Oh Gott, Victor. Raus hier. Alter Vater. Hui. Wir haben ein bisschen Essen bekommen. Zwei Bandagen. Tag 32. Ich glaube, wir werden überleben. Der Schnee ist weg. Super. Und wohl super. Super, klasse. Wie sieht's aus? Hungrig, traurig, müde. Leicht verletzt. Es kuriert sich. Es gibt doch nichts. Naja, machst du nix? Oh, mir geht's besser, das ist die Hauptsache. Hungrig. Und das fängt und fängt und fängt. Okay. Habe. Die Sporthalle hatte die Bombardierung überstanden. Doch um dorthin zu gelangen, mussten wir unter Beschuss von Grazny Scharfschützen die Brücke überqueren. Die Friedenswächter haben sich geweigert, uns mit ihren gepanzerten Transportfahrzeugen zu helfen. Also haben wir auf eine nebelige Nacht gewartet und sind wild drauf losgerannt. Wir kamen sicher an. Obwohl wir nicht viele Zuschauer hatten, war es trotzdem das unvergesslichste Fußballturnier meines Lebens. Mein Junge war so glücklich. Am nächsten Tag hat es meine Frau geschafft, mit ihm zusammen ins Ausland zu flüchten. Ich werde sie wiedersehen, wenn all das hier vorbei ist. Super. Paul, ab ins Bett bitte. Gut. Oder oben hier. Wir haben Fleisch, super. Komm, jetzt geht's bergauf, oder? Essen. Wir haben Essen. Ja. Das ist wunderbar. Drei Stück. Komm. Filter, zwei Filter. Komm, mal noch ein. Komm. Nur eins. Okay. Komm mit der Falle da oben. Alles zu, alles dicht. Der Ofen kann ausgemacht werden dann. Geil. Es wird warm werden. Leute, ja.
funktionieren. Wie super. Wir werden den Tag. Pavel, ja. Krank traurig. Mir kann doch nichts geben, tut mir leid. Ab in den ersten Stock. Komm. Hey, Doktor. So. Wir sind krank, aber nicht mehr ganz so. Das ist gut. Ja, aber nicht. Ich denke nicht, dass ich das tun sollte. Ist auch nicht lang. Onkel Doktor. Nee. Bitte nicht erwischt werden. Cool. Ja, kommt der Rest denn mit? Heile, super. Das können wir alles gebrauchen. Wir haben nicht mehr viel vor uns, Leute. Das ist bald geschafft. Den Zucker brauche ich nicht. Zoom mal raus. Sie sieht das, oder? Oder nicht? Ich glaube schon. Super. Warte mal. Ich kann da doch oben rein, oder? Das machen wir weg. Die Zeit haben wir. Alles zerbombt da. Was ist bitte? Ja, aber das war jetzt mit Slater, war das echt ein bisschen blöd. Dass das passiert ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Typ von Leiter bekommt. Hätte ich nicht gedacht. Aber wisst ihr, so kann man sich täuschen. Das ist leider so, aber es gibt schon im Krieg wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Fehlentscheidungen und ja. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, sofort zu gehen. Aber die Möglichkeit haben wir jetzt nicht mehr. Sie war relativ gut beim Plündern. Ja, sie hat sie sogar
mit dem einen Typen Lagerhaus angelegt. Und hat gewonnen. Fand ich super. Ah, der hat uns geholfen zu überleben. Jo. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt This War of Mine. Und vergesst den Daumen hoch oder runter zu geben. Bis dann, und schönen Tag. Tschüss.